Hallo, lieber Wassermann. Schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns gemeinsam vom 1. bis zum 15. März 2023 anschauen in Sache Liebe. Du weißt ganz genau, lieber Wassermann, das ist nicht nur die Liebe zu dem Partner. Du kannst ja auch Single sein, das spielt gar keine Rolle. Wir werden uns hier deine zwischenmenschliche Beziehung anschauen, die du gegenüber anderen hast, ne? Wenn du das umsetzen kannst, setzt du es um. Sonst kannst du dir auch die anderen Energien anhören. Du hast bestimmt Aszendent, Mondsternzeichen und einen Venussternzeichen. Valutiere das Ganze, hörst dir an und wenn du das umsetzen kannst, setzt du es um für deine Situation. Ne? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten mit den Intuitionskarten. Was wird vom 1. bis zum 15. März 2023 dir preisgegeben? Was wird dich beschäftigen? Ne? Welches Thema ist sozusagen dein Thema, ne? Diese 2 Wochen, ja, das sind nämlich 2 Wochen. Morgen ist schon quasi, also du wirst jetzt dieses Video wahrscheinlich morgen anhören. Ich drehe es heute, heute ist der 28. Ja, der Februar ist wirklich sehr, sehr kurz. Für dich, lieber Wassermann, mal schauen, was uns preisgegeben wird im Kollektiven. Schauen, da bin ich gespannt. Schicksal, wow. Schöne, schöne Karte. Das gefällt mir. Ich krieg schon Gänsehaut, ne? Alles dreht sich nach dem Schicksal. Alles ist Schicksal. Also, lieber Wassermann, was soll ich denn sagen? Also, bei dieser Karte, wenn gewisse Dinge passieren sollten, dann wird das auch passieren. Wenn gewisse Menschen in deinem Leben eintreten, dann ging das nicht anders. Ja, diese Menschen haben in deinem Leben auch eine Bedeutung. Menschen, Situationen, die in deinem Leben kommen werden, ja, oder gekommen sind, ja, das ist ja klar, wir können ja auch von der Vergangenheit sprechen, das ist alles Schicksal, ja. Das Schicksal spielt hier eine große Rolle, das Schicksal hat auch schöne Überraschungen. Ich würde sagen, schöne, ja. Ich nehme das immer im Positiven, nicht im Negativen, ne? Das ist ja klar, ich sage das immer wieder, lieber Wassermann, negativ hören wir schon genug Sachen draußen, ja. Wir sollten wirklich in diese optimistische Sichtweise kommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil hier kommt auch diese Stabilität. Du siehst es durch die 4. Das ist wie wenn du sagst, ich erreiche gewisse Dinge in meinem Leben, die auch zu meinem Schicksal gehören. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt sagst, ich sollte diese berufliche Situation eingehen, ich sollte da quasi jetzt arbeiten, ja, das ist Schicksal, das ist wie geschrieben. Du weißt ganz genau, nicht alles ist geschrieben, du bist auch der Kreator, aber wir dürfen nicht den Schicksal unterschätzen, weil es gibt gewisse Dinge, die die Seele schon vorher also quasi abgeklärt hat. Das ist wie ein Vertrag, ja, metaphorisch gemeint. Das ist wie wenn du sagst, deine Seele hat schon gewisse Dinge abbestimmt, ja, vor der Inkarnation. Und diese Dinge sollten passieren, ja, mit gewissen Menschen, Situationen und das ist dein Schicksal. Also hier spielt das Schicksal eine große Rolle, ne? Sehr, sehr schön, ne? Okay, lieber Wassermann, du kennst das mit den Tarotkarten, die also quasi das kleine Kreuz. Die erste Karte ist, was dich beschäftigt. Die zweite Karte ist das, was du nicht brauchst momentan. Es geht um eine Situation, die du jetzt gerade nicht brauchst, was dir nicht gut tut. Die dritte Karte ist die Lösung, wie du quasi umgehen solltest mit der Situation, was dir gut tut. Und die vierte Karte ist das Endergebnis, ne? So, für dich im Kollektiven. Mal schauen, was dich beschäftigt. Da bin ich auch jetzt sehr gespannt, lieber Wassermann. Oh, das fängt schon mal sehr gut an. Guck mal, wen hast du hier? Den Hohenpriester. Du hast erstmal eine große Arkane. Kompliment, das sage ich immer wieder, lieber Wassermann. Bei dir, wie oft ich das sage. Also ich sage das immer wieder, weil. Also, ich kann das anders nicht, ja? Lieber Wassermann, das ist so. Ich sage das, was ich spüre, das, was ich fühle. Bei dir ist immer diese Energie, ja? Das ist wie wenn hier eine Seele sein, also quasi, wer sich dieses Video anschaut, das ist wie wenn die Seele hier so viel gemacht hat, ne? Eine Evolution hinter sich her hat, weil du hast hier den Hohenpriester.
quasi indem du sagst, ich habe alle Antworten, die ich brauche in mir. Ich gehe hier nach bestimmten Regeln, ja, die ich in mir finde. Das ist wie die Hohenpriesterin, ein bisschen anders. Da ist der Vertrauen da, das ist ja klar, das ist diese Berufung. Du könntest auch hier sagen, ja, ich habe das Richtige gefunden. Ich bin auf dem richtigen Weg, weil das ist auch eine Schutzkarte, ja. Das ist eine wunderschöne Karte. Diese Karte sagt auch einem, du befindest dich gerade in einer Evolution, ja. Diese Situation lässt dich in diese Evolution kommen. Deine Seele, verstehst du, das Wachstum. Diese Situation bringt dir etwas bei. Du hast vieles gelernt, ja. Das könnte hier auch aber eine Person sein. Du könntest hier sagen, ich beschäftige mich gerade mit dem Heiler oder ich beschäftige mich gerade mit dieser Situation, ja, in diesem esoterischen Bereich. Das gefällt mir. Mich macht diese Welt auch sehr an, ja. Das könnte auch gut sein, du bist gerade mit jemandem, also quasi du hast jemanden, der gerade dir hilft, ne, auf diesem Weg. Wie gesagt, das könnte ja auch ein Heilpraktiker sein, Naturmedizin, das könnte auch gut sein wegen deiner Gesundheit, ja. Also hier haben wir viele Möglichkeiten, aber sehr positiv, würde ich auch sagen, ne. Was, du siehst ja schon, wie dieser Kerl hier lacht, ja. Das ist wie wenn er wieder an das Leben vertraut, den Sinn des Lebens verstanden hat. Und du hast das sehr gut verstanden, ja. Das ist wie wenn du sagst, ich bin auf meinem Seelenweg, ja. Ich bin genau da, wo ich sein sollte. Und genau das habe ich gelernt in meinem Leben, ja. Ob das jetzt negative Dinge sind, ob das positive Dinge sind, das ist egal, lieber Wassermann. Du hast daraus gelernt. Das ist eine Evolution der Seele. Und das dürfen wir nicht vergessen. Eine große Arkane, eine Bewältigung der Seele, ja. Jetzt holen wir die Karte, die du nicht brauchst, quasi das, was dir nicht gut tun würde. Routine. Routine. Also normalerweise siehst du, das ist auch Schicksalskarte. Schicksalskarte. Großer Arkane, das ist der Wahnsinn. Lieber Wassermann, bei dir ist es wirklich immer sehr interessant, wenn ich Legungen mache, ja? Also man merkt das auch, wie ich da wirklich, wie sagt man das, neugierig bin, ne? Also, ich würde mal so sagen, lieber Wassermann, das ist wie wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt nicht wieder diese Situation, die ich schon mal erlebt habe. Das ist wie wenn du sagst, ich möchte jetzt vorwärts kommen. Das Rad des Schicksals bringt mir eine Situation. Ich nehme diese Situation an und ich versuche nicht wieder in diese Falle zu fallen. Verstehst du? Das ist wie wenn du sagst, es kommt, Entschuldigung, okay. Ich habe den Froschenhals, ja? Okay, gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe eine Situation, ja? Diese Situation könnte sich wiederholen, ja? Aber ich glaube fest daran, dass es nicht mehr passieren wird, weil ich bin der Kreator. Ich bin derjenige oder diejenige, die die Sache in der Hand hat. Das könnte hier eine Situation sein oder ich würde auch sagen, eine Situation, die dich verführen könnte, ja? Die wieder eventuell an eine Position, das ist wie wenn du sagst, ich falle schon wieder an derselben Situation mit demselben Mechanismus. Aber diesmal wendet sich das Blatt, ja. Ich würde sagen, du wirst diese Situation überbrücken, du wirst das schaffen, ja. Das ist klar, diese verführerische Situationen kommen immer wieder, ja. Wenn du in einer bestimmten Position bist, ja, und du gewisse Dinge erreicht hast, dann kommt das Schicksal und das Schicksal schlägt zu und die Situation schlägt zu. Aber du sagst, okay, ich wende es, ja, ich habe das in der Hand und ich kann ganz genau umgehen mit dem, was ich habe. Du sagst jetzt zum Beispiel, ich erlebe eine Situation, die ich schon mal erlebe. So, lieber Wassermann, kurze Unterbrechung, meine Speicherkarte war voll. Das ist nichts Neues. Bei den letzten Sternzeichen passiert das immer wieder. Okay, ich muss halt öfters schauen, ja, ich habe schon ein bisschen mehr geredet bei dieser Karte. Ich sage mal das Allerwichtigste, ja. Du befindest dich einfach in einer Situation, in dem du sagst, jetzt weiß ich ganz genau, wie das funktioniert, ja. Ich spiele jetzt hier. Ich diktiere jetzt hier die Regeln, ja? Und ich lasse mich jetzt nicht mehr einfangen von dieser Situation. Das ist wie wenn du sagst, ich bin in Schwierigkeiten wieder und diesmal weiß ich ganz genau, wie ich das handhaben soll. Ich habe daraus gelernt, ja? Du hast hier lauter große Arkane, hier ist die Seele. Die Seele möchte hier etwas sagen, ja? Möchte sich äußern. Ich könnte mich hier auch vorstellen, wenn du jetzt sagst,
Sagen wir mal, wir reden hier über eine finanzielle Situation, ja? Weil das Rad des Schicksals ist auch eine Karte, die sagt, vorsichtig, wie du umgehst, wie du mit dem Geld umgehst, ja? Du könntest sagen, ja, momentan habe ich sehr viel Ausgaben gehabt, ja? Und da bin ich mir jetzt vorsichtig. Ich weiß ganz genau, was ich brauche und was ich nicht brauche, ja? Das ist einfach diese Situation, in der du gelernt hast, umzugehen, ja? Weil das ist ja so, wie wenn du sagst, das dreht sich wieder alles im Kreis. Das ist so. Das Leben ist eigentlich so. Die Vergangenheit wiederholt sich bei uns. Du merkst es auch an der Mode, ne, lieber Wassermann? Solche Gespräche sind immer schön, ne, mit dir. Du merkst es an der Mode, ja? Was merkst du? Die Mode, die früher war, die kommt wieder. Das ist alles von früher. Das wiederholt sich ständig, ja? Wir können sagen, die alte Mythologie sagt das ja auch. In der Vergangenheit steckt auch die Zukunft, ja? Das sagen viele Bücher. Und das könnte hier auch die Situation sein bei dir, dass du sagst, ja, es wiederholt sich eine Situation, aber diesmal drehe ich. Diesmal bin ich al volante, bin ich am Lenken. Ich lenke die Situation. Ich lenke die Situation. Ich weiß ganz genau, wie ich das hinbekommen kann. Ja, das ist ja klar. Du bist der Kreator. Ja, auch wenn das Schicksal ist, aber das ist nicht alles auf den Stein geschmiedet. Also man sagt ja dieses Sprichwort, ne? Nicht alles ist auf den Stein geschmiedet oder geschrieben, sondern du kannst auch etwas tun. Ja, du kannst dir auch behilflich sein. Und das ist wie wenn du hier agierst. Ja, wie wenn du hier quasi der Chef von deinem Leben bist, der Chef von deinem Schicksal, ja? Sowas bekomme ich hier mit, ne? Okay, machen wir weiter. Was brauchst du? Was tut dir gut? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Oh, der König der Stäbe, determinierter, selbstbewusst, agiert, kämpferisch, ja? Oder dieser König der Stäbe. Du brauchst hier diese Person. Das könnte gut sein, dass hier diese Person gerade dir gut tut. Das ist eine Person, die in deinem Leben getreten ist. Diese Person könnte eventuell auch dein Leben durcheinander gebracht haben, ja, auch im Negativen. Aber diese Person hat dir, dank dieser Person hast du gewisse Dinge geschafft. Hast du gewisse Dinge verstanden, verstehst du? Weil du könntest auch sagen, dieser König der Stäbe ist für mich ein No-Go. Das ist nicht diese Person, die für mich wichtig ist. Aber dieser König der Stäbe hat in dir etwas gemacht. Verstehst du? Etwas bewegt. Ja? Ich könnte mir hier auch vorstellen, du hast da deine Energie. Ne? Du bist selber hier der König der Stäbe als Mann oder als Frau. Wir haben alle immer eine männliche Energie. Und diese männliche Energie ruft jetzt vor, sich zu bewegen, etwas zu tun, Entschuldigung, agieren, ja? Dass du agierst, ne, in dieser materiellen Ebene, dass du ganz genau weißt, was du willst, dass du determiniert bist und dich auch von deiner Leidenschaft leiten lässt. Ich würde hier sagen, du hast deine Berufung bekommen. Das ist wie wenn du deinen Ruf bekommen hast. Guck mal, das und das sollte ich machen. Ich bin Richtung meinem Schicksal. Also wenn du jetzt eine Frau bist, du hast auch diese männliche Energie. Aktiviere diese männliche Energie. Das ist wichtig. Wir brauchen nicht nur die weibliche, ja? Immer dieses Gleichgewicht zu halten ist wichtig. Also nicht nur die weibliche Energie brauchen wir, auch die männliche, um uns fortzubewegen, ja? Das ist ja eine starke Energie, die sich beweist, die sich hier auch zeigt, ja? Diese maskuline Seite brauchst du jetzt. Du hast sogar zwei Energien, die hier männlich sind, ne? Der Hohenpriester ist auch eine männliche Energie. Und du sagst hier, klar, genau das will ich. Ich möchte jetzt quasi das erreichen in meinem Leben. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich bin determiniert. Du könntest aber hier auch sagen, es geht um jemanden, der verheiratet ist und du hast diese Person gekreuzt und du sagst, boah, es musste jetzt diese Situation wieder in meinem Leben kommen. Du kannst sagen, die ganze Zeit begegne ich Menschen, die verheiratet sind oder die irgendwie gebunden sind. Aber weißt du, manchmal können wir nicht das Schicksal kontrollieren. Wir können nicht die Energie kontrollieren, was auf uns zutrifft. Weil das ist ja klar, lieber Wassermann, du hast irgendetwas in dir, das das ganze Mechanismus angezündet hat, ne? Es liegt hier jetzt in deiner Kraft, es liegt hier in deiner Situation. Du könntest auch sagen, ich möchte eigentlich nicht diese Situation, ja? Aber ich spüre, dass dieser Mann mir gut tut, dass dieser König der Stäbe genau das ist, was ich jetzt brauche. Ja, das könnte auch gut sein,
wenn du nicht die Situation gemacht hättest, also quasi das nicht bewältigt hättest, hättest du nicht diesen König der Stäbe kennengelernt. Das könnte auch gut sein, dass du hier eine neue Person kennengelernt hast, quasi einen Kerl, einen Mann quasi mit dieser Situation. Das Ganze hängt hier mit diesem König der Stäbe, ja? Wie ich gesagt habe, du setzt das um, weil das könnte auch deine eigene Energie sein. Auch wenn du jetzt eine Frau bist, das spielt gar keine Rolle, ne? Das sollte man immer im Hintergedanken haben. Wir haben eine männliche und eine weibliche Energie, ja? Das Endergebnis, diese Hand, die hier einem gegeben wird, das ist wie wenn hier eine Enttäuschung ist, und man hier beleidigt ist auf eine Situation oder eine Sehnsucht hat bezüglich einer Person. Entweder siehst du hier nicht vor lauter Enttäuschung diese Situation, diese Angelegenheit, die von außen kommt und du nimmst das nicht wahr. Du verpasst hier etwas, ja? Oder das ist diese Sehnsucht, ja? Diese Sehnsucht, die hier quasi bezüglich dieser Person ist. Ja, du könntest sagen, diese Person fehlt mir, obwohl ich weiß, dass unser Schicksal, ja, gerade nicht so einfach ist, das, was wir erleben, ja, das ist nicht einfach zwischen uns zwei, aber trotzdem, ja, habe ich diese Sehnsucht. Er fehlt mir oder sie fehlt mir, das kommt ja immer drauf an, wie er sich diese Legung anschaut. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass du gerade einen Karma abbezahlt hast, ja? Das könnte ja auch gut sein, weil Rat des Schicksals ist auch ein Karma, den wir abschließen. Ein Zyklus, der abgeschlossen wird. Das ist wie wenn du sagst, ich fühle mich freier, ich fühle mich befreit, ja? Das ist wie wenn ein Stein aus meinem Herzen gefallen ist und ich weiß ganz genau, dass in dieser Situation noch mehr steckt. Also wir haben hier eine Situation, die sehr stressig für dich ist. Du befindest dich in einer Lage, die gerade auch sehr stressig sein könnte. Ist es vielleicht auch beruflich, ja? Beruflich, dass hier sehr viel auf dich zutreffen wird, weil du könntest ja auch selbstständig sein mit diesem König der Stäbe. Könnte auch gut sein. Du sagst ja, ja, was ich gerade erlebe, ist nicht einfach. Du könntest ja auch sagen, diese Person hat ganz viel um den Ohren. Du könntest sagen, ja, guck mal, wir sehen uns zu wenig, ja? Weil er einfach viel zu tun hat. Weil er gerade sehr viel erlebt, dieser König der Stäbe. Das könnte auch so eine Situation sein, ja? Und du sagst, wir haben diese Sehnsucht, auch beide, ja? Nicht nur einer, das könnte auch von beide Seiten kommen, ja? Aber das ist wie wenn hier das Schicksal, ne? Das ist ja klar, du hast zweimal das Schicksal, für mich gerade das Schicksal, sagt es nochmal, gibt nochmal diese Bestätigung. Die höhere Macht hier auch eine große Rolle spielt, ja, mit diesen hohen Priester. Das ist wie wenn du sagst, diese Person kommt genau richtig jetzt in meinem Leben. Ich weiß ja nicht, lieber Wassermann, was diese Person bewirkt in deinem Leben, ja. Positiv, negativ, das kommt immer drauf an. Aber diese Person sollte genau da sein, wo sie jetzt ist, ja. Das genau tun. Du könntest auch sagen, ich bin beleidigt, ja. Weil diese Karte, vier der... Die Kelche ist auch immer diese Karte, ich bin beleidigt, ja, ich bin diese beleidigte Leberwurst. Ich, weißt du, ich bin verletzt, du hast mich verletzt, ich bin enttäuscht von dir, verstehst du? Aber damit siehst du nicht die anderen Dinge, ja, die anderen Chancen, die anderen Angelegenheiten, ja, die auf deinem Leben zu treffen. Also ich könnte mich hier auch vorstellen, jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon, lieber Wassermann, ein Augenblick. So, lieber Wassermann, bin wieder zurück. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Das kann gut sein, dass du jetzt hier auch deine Chance verpassen könntest. Du solltest hier vorsichtig sein, ne? Nicht zu sehr in diese Enttäuschung reinzugehen, ja? Dich nicht zu sehr hinein zu versteigern. Weil das Leben bringt an sich immer Lösungen, ne? Es gibt immer eine Lösung auf diese Situation. Manchmal übersehen wir das. Manchmal sehen wir nicht diese Lösung, die vor unseren Augen ist, ne? Mit diesen vier der Kelche. Gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den La Sibylla. Mal schauen, was dir preisgegeben wird, lieber Wassermann. Also an sich ist es wirklich eine tolle Legung, ja, lieber Wassermann. Das kommt aber immer drauf an, was du gerade durchmachst, wo du dich gerade befindest, ne? Das könnte auch gut sein, wieder eine Situation, die genau zu diesem Punkt führt, ne? Der schon in der Vergangenheit war. Und du sagst, das will ich aber nicht mehr. Das ist nicht das, was ich erreichen möchte. Deswegen sage ich ja, hier muss man auch determinierter sein. Hier muss man einfach wissen, was will man im Leben erreichen. Successo, Triumph.
Also ich könnte mir hier wirklich auch eine berufliche Situation vorstellen, ja. Das ist ja klar, dieses Triumphieren. Das könnte hier aber auch gut sein, eine Person, ne? Eine Person, die gegenüber dir ist und hier auch quasi das Gleiche empfindet, so wie du. Also ich würde hier sagen, es geht hier auch um zwei Personen, die das Gleiche spüren miteinander, ja, die gleiche Verbindung. Also ich denke jetzt nicht, dass es nur eine Person ist, sondern beide, ja, nicht nur von einer Seite kommt. Vedelta, hier ist Treue. Das könnte auch diese Treue zu sich selbst sein. Das ist ja klar, dass du jetzt sagst, ja, ich bin mir treu, ich bin der Situation treu, ne? Ich falle nicht wieder in diese Falle rein. Ich weiß ja nicht, was passiert ist oder was gerade deine Situation ist. Das könnte hier aber auch jemand sein, der hier verheiratet ist, ne? Lieber Wassermann, das können wir hier auch sehen. Disgrazia. Hier ist irgendetwas passiert. Hier ist oder wird etwas kommen, das ein bisschen unangenehm sein wird, aber du wirst das Ganze auch beherrschen können. Das ist ja das, ne? Wenn schlechte Dinge auf einem zukommen, ja, das ist dann quasi diese Probe, die wir haben, in der wir sagen, schaffen wir das? Kommen wir raus, ne? Diese Situation ist auch im Munde von anderen. Das ist wie wenn hier auch andere Menschen beteiligt sind. Ne? Pettegolezzi sind Menschen, die lästern. Menschen, die irgendwie seine Zunge, ja, in dieser Situation auch haben. Also die reden sehr viel über diese Situation. Das könnte hier wirklich eine berufliche Situation sein, ja. Oder ich würde hier sagen, eine Situation zwischen dir und dieser Person, indem er hier auch, wie gesagt, verheiratet ist, ja, oder auch in einer Beziehung ist, ja. Ich nehme noch mal eine Karte, ich lasse es nicht so. Rivelazione. Aha. Also hier wird auf jeden Fall eine Lösung gefunden, ja, eine positive. Ich würde sagen, diese Situation wird im Positiven ausgehen. Hier wird ein Kompromiss gefunden. Weißt du, wenn diese schreckliche Situation kommt und du sagst, oh Gott, schon wieder wiederholt sich das Ganze, ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, das Schicksal, das Rad, ne, das kommt wieder, diese Situation, die schon mal war, aber diesmal anders. Diesmal kannst du das beherrschen, diesmal wirst du eine Lösung finden, diesmal kommt ja eine konkrete Lösung. Hier wird ein Kompromiss gefunden. Das kann ja auch beruflich sein, dass man hier diesen Kompromiss findet. Könnte ja auch zwischen dir und deinem Chef sein oder wenn du jetzt einen Geschäftspartner hast, ja, könnte ja auch so eine Situation sein. Oder wenn du jetzt sagst, es geht hier um mich und ihn, ja, wir reden hier über uns zwei, dann wird hier auch eine Lösung gefunden, ja. Du wirst hier etwas erfahren. Also ich sage mal im Positiven, ja, nicht im Negativen. Auch wenn die Situation gerade nicht günstig aussieht, weil Disgrazia ist keine schöne Karte. Ich kann diese Karte nicht schönreden. Ja? Hier ist irgendetwas oder das ist etwas passiert, ja. Okay, gut, machen wir weiter. Lieber Wassermann, mit den Liebes-Orakelkarten, du nimmst ihn hier auf, ja? Okay, was brauchst du? Was tut dir gut? Ah, da sind viele Karten gefallen. Da sind die Karten gefallen. Dann nehmen wir sie auch, ja? Guck mal, Strategie. Hier muss eine Lösung gefunden werden. Das ist ja klar, was wir vorhin gesagt haben. Hier muss auch jemand, wie sagt man das auf Deutsch? Ein Stratega. Also jemand, der Strategie, jemand, der gut mit Strategie umgehen kann. Jemand, der jetzt nicht sehr von seinen Gefühlen gesteuert wird. Das ist ja klar, wir haben hier mit jemandem zu tun, der sehr impulsiv ist. Aber manchmal müssen wir die Gefühle unter Kontrolle halten, ja? Und mehr diese Strategie benutzen, ja? Um diese Situation zu bewältigen. Verantwortung. Das könnte gut sein, du hast diese volle Verantwortung. Oder du sagst, du hast hier das gemacht, du bist oder quasi du hast das so gewollt, also nimm dir diese Verantwortung, ne? Und Eitelkeit, hier ist jemand, ja, ich würde sagen, hier ist jemand, der ein bisschen an sich gedacht hat, bisschen egoistisch war, eitel war. Ich könnte mir hier auch vorstellen, du sagst, diesmal denke ich an mich, diesmal setze ich mich im Vordergrund, diesmal weiß ich ganz genau, wie ich handhaben sollte. Ne? Das sind immer diese Personen, die immer in der Vergangenheit gesteckt haben. Ja, du hast so oft reingesteckt, du hast so viel runtergeschluckt, dass du dann sagst, das geht nicht mehr. Ja, jetzt denke ich mal ein bisschen an mich. Ja.
Aber wie gesagt, das könnte hier auch mit einer Person zu tun haben, die irgendwie eitel war, die hier nur an sich denkt. Und was wir hier auch noch haben, ist diese Individualität. Ja, dann sage ich es richtig, wenn ich es langsam sage. Das ist einfach dieses, ich bin anders, ja. Ich habe meine, ich würde sagen, meine Eigenschaften. Jeder ist anders, jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise. Das könnte gut sein, dass du jetzt gerade an einem Punkt bist, in dem du auch deine Eigenschaften akzeptierst. Ne? Diese Eigenschaften, die vielleicht nicht perfekt sind, aber du weißt ganz genau, du bist halt auch so. Ne? Das gehört genauso zu dir. Oder das könnte auch gut sein, dass die anderen dich so sehen, ja, dich genauso akzeptieren, wie du bist, wenn du jetzt außergewöhnlich bist oder eine ganz andere Mentalität hast. Ja, das ist nicht immer einfach. Ja, das ist, du kommst doch anders, du wirkst anders, ne? Gegenüber anderen. Aber trotzdem heißt es, dass man sich hier akzeptiert, dass man hier sich sieht, dass man hier sich anerkennt, ja. Du könntest auch hier sagen, ja, ich erkenne diese Person, auch wenn diese Person anders ist, eine ganz andere Denkweise hat wie ich, sehe ich das auch ein, ja. Ich verstehe diese Person, ich kann mich auch in andere hineinversetzen, versteht ihr, das ist auch wichtig, weil die andere Sichtweise ist auch wichtig, weil jeder Mensch sieht mit seiner Sichtweise, jeder Mensch denkt mit seinen Köpfchen und wir können nicht alle zusammen eben auf eine Art und Weise denken, ja. Sowas bekomme ich hier auch mit, ne, als Message. Okay, machen wir weiter mit den Orakelkarten. Das sind ganz normale Orakelkarten. Hier setzen sie jetzt um, was auf dich zutreffen wird vom 1. bis zum 15. März. Silenzium, das ist leise gewesen. Ich würde hier sagen, weißt du, was ich hier gleich bekomme als Message? Das ist wie wenn du sagst, ich war genug leise. Ich habe genug meinen Mund gehalten. Jetzt kommt alles raus. Jetzt hole ich alle meine Wörter raus. Jetzt hole ich das, was ich spüre, das, was ich fühle und das, was ich sagen will. Ja? Das könnte ja auch so eine Situation sein. Erfettung, Zuneigung. Hier könnte auch eine Person sein, die irgendwie auch Komplikationen hat, sich zu zeigen, zu äußern. Ich könnte mir hier auch vorstellen, das ist nicht einfach, ja, diese Zuneigung zu haben gegenüber anderen. Oder das könnte auch gut sein, hier ist jemand, der versucht jetzt quasi an dir, ne, diese Zuneigung zu suchen. Das ist wie wenn jemand hier das braucht, ja, das Bedürfnis hat, ja, von dieser Zuneigung, Affetto, jemand braucht das, aber das kann auch gut sein, dass hier jemand ist, der Schwierigkeiten gehabt hat, ja, in der Vergangenheit oder du selber sagst, okay, eigentlich, ja, bin ich ein Mensch, der eigentlich schon, also wie sagt man das, schon Gefühle, die hat jeder, ne, lieber Wassermann, jeder hat Gefühle, aber das ist nicht einfach, sie zu äußern, ja, das den anderen zu geben, diese Zuneigung, das ist nicht immer leicht, ja, nicht jeder kann mit Gefühle, mit Emotionen umgehen auf derselbe Art und Weise, ja, das könnte auch gut sein, deswegen bist du anders, weil du einfach deine Art hast, den Menschen zu zeigen, wie lieb du sie hast, wie gerne du sie hast, ja, das muss ja nicht unbedingt mit Küsschen, Küsschen, Küsschen sein, ja, es gibt Menschen, die andauernd immer schmusen und vielleicht auch falsch sein könnten oder irgendwie, weißt du, es gibt Menschen, die dir das so beweisen, aber das heißt nicht, dass es richtig sein muss. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, du verstehst mich, lieber Wassermann. Das bedeutet nicht, wie oft du einen Menschen küsst oder wie oft du das denen zeigst, diese Zuneigung. Das könnte auch gut sein, du bist so, ja? Das ist deine Art und Weise, okay? Also so bekomme ich das hier mit. Ja, also ich würde hier sagen, du hast diesen Urteilsvermögen in dir. Du weißt ganz genau, was du möchtest, ja. Du hast in dir genug nachgeforscht. Also ich würde sagen, dass du hier genau weißt, wo deine Grenzen sind, ne? Das ist wie wenn du sagst, ich habe genug in mir reingeschaut, ja? Ich brauche jetzt nicht mehr reinzuschauen, weil ich ganz genau weiß, was ich will. Diese Frage ist, was will der andere von mir, ja? Weil du könntest hier auch sagen, ja,
Will der andere auch das? Will der andere auch diese Beziehung? Ja, wenn wir jetzt hier von Beziehungen reden, ja, das ist hier sehr, sehr wichtig, weil wenn wir nicht wissen, was wir wollen, dann können wir auch keine Beziehung eingehen, weil wir sollten schon wissen, was wir im Leben wollen, ja. Das geht ja nicht, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich mit dir anfangen soll oder wie ich jetzt eine Beziehung anfangen soll, ja, weil diese Person einfach noch nicht bereit ist. Sowas bekomme ich hier mit. Also ich sehe auf jeden Fall, dass du hier bereit bist, wenn du das bist. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass du falsch bist, lieber Wassermann. Wenn du jetzt sagst, ich kann nicht diese Liebe zeigen oder diese Person möchte diese Liebe haben, anders wie ich sie kenne. Ja, das gibt Menschen, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die ganze Zeit Aufmerksamkeit brauchen. Und diese Aufmerksamkeit, die solltest du eigentlich dir selber geben. Ja, du könntest sagen, ich als Wassermann-Mensch weiß ganz genau, dass ich mir selber diese Aufmerksamkeit gebe und brauche sie nicht bei anderen zu suchen. Deswegen kann ich es gut verteilen. Also ich bin in meinen Richtigen. Ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind und was für mich richtig und falsch ist. Ja, sowas bekomme ich hier mit. Und dann sehe ich ja auch irgendwelche Neuigkeiten. Neuigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, lieber Wassermann, werden sie positiv sein, werden sie negativ sein. Auch hier, Revelation. Hier wird etwas offenbart. Ne? Du könntest hier etwas erfahren, beruflich, eine Mitteilung bekommen, ja, bezüglich deiner beruflichen Situation oder mit diesem Menschen, ja, dass diese Person hier irgendetwas dir sagen möchte, beichten möchte, könnte ja auch gut sein, ja. Okay, gut. Jetzt schauen wir mal, was die Orakelkarten Louise Hay dir sagen möchte. Das sind wunderschöne Orakelkarten. Ah, okay, die ist gefallen. Mal schauen, was uns diese wunderschöne Orakelkarte sagen möchte. Jetzt sind ein paar auf den Boden gefallen, aber ich heb sie nachher auf. Okay, ich lese mal hier erstmal. Ich mache den nächsten Schritt zu meiner Heilung. Das hast du schon gemacht. Du bist dabei, ne? Lieber Wassermann, was ich gesagt habe, du hast es hier schon richtig verstanden, ne? Dass du quasi diese Aufmerksamkeit, die du in anderen suchst, nur durch dir bekommst, ja? Nicht durch andere. Und wenn du jemanden angezogen hast, der das braucht und du sagst, hey, stopp mal, ja? Ich kann dir das geben, was ich weiß, was ich in meinem Kleinen dir geben kann, ohne gezwungen zu werden, weil diese Aufmerksamkeit muss ja nicht immer so geschehen, dass ich jetzt die ganze Zeit dich küssen sollte oder es dir in Fakten zeige. Das reicht ja auch, wenn ich das spüre, ja? Also ich würde sagen, du bist schon an dieser Heilung, ne? Du hast es ja schon richtig. Ich achte auf die Mitteilung meines Körpers und betrachte mich als ganz und geheilt. Das ist ja das. Das tust du schon. Du bist hier, Discernimento. Du hast diesen Urteilsvermögen von dir. Du bist hier gewachsen von dieser Situation, ja? Und auch wenn du wieder in einer Situation bist, in der du wieder fallen könntest, holst du dich wieder raus, weil du ganz genau weißt, wie ich agieren sollte, ja? Okay, falls du das bist, ja? Ich übernehme Verantwortung. Wow, hier hast du diese Karte. Das ist Wahnsinn, ne? Diese Verantwortung, ja, du sagst aber auch, der Gegenüberliegende sollte sich diese Verantwortung nehmen. Das könnte ja auch gut sein, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern mit dieser Person, ja. Ich weiß, ich kann etwas verändern. Ja, das ist wahr. Du kannst etwas verändern. Du hast diese Macht. Du bist hier quasi am Lenkrad, ja, und du lenkst diesen Auto, so wie du das willst, ja, weil ich sage immer, die Seele ist am Lenkrad und sie sagt, wo wir geführt werden, ja, das sollte einem immer bewusst sein. Okay, gut, lieber Wassermann, machen wir weiter mit den Sternzeichen. In welchen Sternzeichen, also quasi welcher Sternzeichen ist in deinem Umfeld oder wird in deinem Umfeld sein? Das könnte diese Person gegenüber von dir sein, das könnte hier dein Aszendent, Mond oder Venus, oder du schaust einfach auf deiner Karte und es kommt hier irgendein Haus quasi, das an diese Position war, das an diese Position fällt, zum Beispiel Skorpion, Pluto, ne? Das ist ja klar, das ist immer noch Skorpion, also das könnte auch gut sein. Für dich, lieber Wassermann, mal schauen, was uns preisgegeben wird. Du nimmst auf, ja, weil das ist manchmal so dunkel, das sieht man nicht. Also du hast hier alle Luftelemente, zum Beispiel Wassermann, Wassermann. Du hast hier Zwillinge, du hast hier Waage, du hast hier Stier, du hast hier Steinbock
Und du hast hier zu guten Letzt Schützelein. Ja, das erinnert mich an diesen König der Stäbe. Könnte ja in Resonanz gehen. Aber wie gesagt, das liegt hier in deiner Hand, lieber Wassermann. Nicht in den Karten. Die Karten sind nur ein Instrument. Ich lese das, was preisgegeben wird. Letztendlich entscheidest du ja. Das ist deine Macht. Okay, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen. Ich freue mich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, lege ich es dir wirklich ans Herzen, weil dann kannst du, Entschuldigung, dann kann ich besser deine Energie lesen, ne? Dann wird deine Energie quasi hier wiedergegeben, ja? Okay, pass auf dich auf, lieber Wassermann. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.